Kanzleramt droht türkischer Führung mit Einreiseverboten 20.48 Uhr. Die Bundesregierung hat Ankara mit einem Einreiseverbot für türkische Spitzenpolitiker gedroht. Sie reagiert damit auf eine ganze Serie abfälliger und aggressiver Attacken von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und anderen führenden Politikern. Deutschland habe völkerrechtlich die Befugnis, die Einreise ausländischer Regierungsmitglieder zu unterbinden, sagte Kanzleramtschef Peter Altmaier, CDU, der Funke Mediengruppe. Ein Einreiseverbot wäre das letzte Mittel. Das behalten wir uns vor. Innenminister Thomas de Maizière, CDU, sagte am Mittwoch in Paris. Wenn es nötig ist, wird in Deutschland gehandelt. Erdogan zeigte sich aber unbeeindruckt und schimpfte in Richtung EU. Der Geist des Faschismus geht um in den Straßen Europas. Anführungszeichen, die Türkei empört sich darüber, dass in den Niederlanden und auch in Deutschland mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker untersagt worden sind. Am 16. April stimmen die Türken in einer Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung für ein Präsidialsystem ab. Es würde Erdogan mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Die Bundesregierung genehmigte inzwischen die Abstimmung hierzulande. Im Bundesgebiet werden dazu 13 Wahllokale eingerichtet. In Deutschland und in den Niederlanden leben knapp 2 Millionen wahlberechtigte Türken. Bosnien. Türkei soll Srebrenica nicht für Tagespolitik missbrauchen. 17.44 Uhr. Die Türkei sollte nach Meinung der zweitgrößten muslimisch-bosnischen Partei SPB den Völkermord in Srebrenica nicht für ihre Auseinandersetzung mit den Niederlanden missbrauchen. Mit großer Enttäuschung habe man gesehen, dass der türkische Präsident den Srebrenica-Völkermord für die Zwecke der Tagespolitik moralisch erniedrigt, heißt es in einer am Mittwoch in Sarajevo veröffentlichten Mitteilung der Regierungspartei. Das türkische Parlament solle lieber endlich wie andere europäische Länder eine Resolution über Srebrenica verabschieden. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte wahrheitswidrig behauptet, niederländische Soldaten hätten im schlimmsten Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa im Juli 1995 im ostbosnischen Srebrenica rund 8000 Jungen und Männer ermordet. Tatsächlich hatten das Massaker bosnisch-serbische Truppen verübt. Niederländische Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen hatten den Angreifern die Stadt zuvor allerdings kampflos überlassen. Bundesregierung stoppt vorerst Hilfspaket für die Türkei. 16.12 Uhr. Die Bundesregierung hat ein Paket mit Wirtschaftsmaßnahmen, die der Türkei helfen sollten, vorerst auf Eis gelegt. Das erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am Mittwoch vor Journalisten, wie die Welt berichtet. Die Maßnahmen sollten ursprünglich nach dem Referendum in der Türkei in die Tat umgesetzt werden. Nun habe Schäuble dem türkischen Vizepremier Mehmet Şimşek erklärt, dass das unter diesen Umständen sehr schwierig werden würde. Im Video
Der Anne Will Talk zeigt, was im Umgang mit der Türkei gerade falsch läuft. Vorherige Seite, nächste Seite, Seite 1.